Hallo, mein Name ist André Rusche, ich bin im Hause HOMAG, Ihr Ansprechpartner zum Thema digitale Produkte. Was haben wir Ihnen heute mitgebracht? Unseren Sortierassistenten. Der Sortierassistent unterstützt Sie dabei, genau zu wissen, wo sind welche Teile in der Werkstatt und Sie können den Status erfahren, ist das Teil fertig produziert, dass Sie beginnen können, es zu montieren. Was Sie in diesem Set bekommen, schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. So bekommen Sie es geliefert. Als erstes mal etwas Schriftliches. Auspacken, aufbauen, loslegen. Ein wichtiges Dokument. Sie bekommen bei diesem Set natürlich auch Apps mitgeliefert. Die können wir natürlich schlecht hier in den Karton packen. Was sind das für Apps? In diesem Fall zwei. Einmal der Production Manager und der Production Assist. Dann eine Inbetriebnahmeanleitung. Die zeige ich Ihnen auch mal. Die ist richtig klasse. Weil Sie müssen sich hier nicht durch irgendwelche dicken Handbücher wälzen. Sie bekommen lediglich diese Inbetriebnahmeanleitung. Und wenn Sie da Schritt für Schritt durchgehen, haben Sie das ganze Set eingerichtet. Wenn Sie Ihr Sortierregal, falls Sie da Interesse dran haben, genauso aufbauen, wie wir es empfehlen, ist auf jeder Anleitung ein QR-Code. Und dort können Sie die Baupläne kostenlos von unserer Webseite herunterladen. Des Weiteren bekommen Sie für die Fächer die einzelnen Kärtchen für die Regalplatzierung mit dem entsprechenden QR-Code auch dabei. So, und jetzt die größte Freude für mich. Das Herzstück darf ich Ihnen jetzt präsentieren. Der Cube. Was ist in dieser Schachtel? Da ist er. Der HOMAG Cube. So sieht er aus. Hier in dem Cube ist ein industrieller Mini-PC eingebaut. Wir haben den Anschluss fürs Strom, USB, Internet und natürlich die entsprechenden Geräte. In diesem Fall bei dem Sortierset LED-Leisten. Da kommen wir gleich zu. Und für die Kunden im Ausland entsprechend auch daran gedacht, internationale Stromadapter. So, weiter geht's. Hier, was haben wir hier? Auch daran haben wir gedacht. Das sind entsprechende Regalclips. Können Sie an die Regalfächer setzen und dann hier entsprechend diese Kärtchen reinschieben. Schon fast selbstverständlich. Stromkabel, um das Ganze mit Strom zu versetzen. Und jetzt, das war noch nicht alles, was haben wir hier in der letzten Ebene? Die Steuerbox. Oh, richtig schweres Teil, so sieht sie aus. Und hier die Anschlussmöglichkeit mit den entsprechenden Kabeln, die natürlich auch dabei sind. Hier und das entsprechende Netzwerkkabel. Und mit diesem Kabel und der Steuerbox werden die LED-Leisten verbunden. Die haben wir Ihnen natürlich hier auch mitgebracht, passen aber leider der Größe nach nicht in diesen Karton. So sehen sie aus. Zwei Stück an der Zahl sind dabei. Und wie das bei Ihnen in der Werkstatt aussehen könnte, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist jetzt der Sortierassistent, wie er auch bei Ihnen in der Werkstatt stehen könnte. Hier mit dem eingebauten Cube. Der Steuerbox für die LED-Leisten. Und wenn Sie mehr Informationen zu diesem Set erhalten möchten, schauen Sie auf unserer Webseite, gucken Sie in unseren E-Shop oder schreiben Sie uns eine E-Mail.